Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Path of Titans Played by Demon. Ja, ich freue mich, dass ihr heute wieder reingeschaut habt und dann werde ich euch nicht lang und viel erzählen, sondern lasst uns gleich mal reinschauen, was es heute gibt. Bis gleich. Ja, was gibt es Neues diese Woche? Also, wir haben zum einen ist jetzt der Spino, Sucho und die Concavenators. Die haben jetzt einen Claw-Attack. Und da ist jetzt auch ein Fix rausgekommen. Dann sind kleinere Fixes gemacht worden, wie zum Beispiel der Game Crash on Mobiles. Talons Point, das hier quasi... Da wurde bei manchen ist da einfach dann das Spiel abgestürzt und das haben sie jetzt auch behoben. Dann haben wir nochmal die Performance wurde nochmal verbessert. Aber natürlich nicht zu vergessen der Lambeosaurus. Ich habe ja schon mal ein Video drüber gemacht, da seht ihr oben in der Infokarte gibt es das Video dazu, seine Voice Calls und so weiter und so fort. Dann seine Attacken und wie er im Kampf ist. Der Lambeosaurus hat wahnsinnig viel Power, also viel Stärke. Das heißt, den muss man ganz schön oft beißen, treffen, bis er kaputt geht. Ist also sehr, sehr defensiver Dinosaurier. Die Beißkraft von ihm selber, der Angriff ist jetzt noch nicht ganz so, stark. Es kommen aber noch weitere, wie zum Beispiel so ein Tail Whip, dass es eben hier, dass man mit dem Schwanz angreifen kann, das ist natürlich schon auch klasse, soll kommen. Es war im Gespräch, dass er noch irgendwie so austreten kann wie so ein Pferd. Weiß nicht, ob das kommt, habe ich jetzt noch nicht bestätigt gesehen. Das war es eigentlich auch schon für die Woche, was jetzt wirklich so an Neuigkeiten und Patch Notes rauskam. Es gab von dem Updater oder von dem Launcher vielmehr gibt es auch jetzt mehrere neue Versionen. Die neueste ist jetzt die V1.1.52. Das ist die neueste. Und da wurde zum Beispiel auch Crash Reports Improvements gemacht. Wir haben jetzt eine bessere Download Speed. Das wurde jetzt wohl angepasst. Also man kann jetzt wirklich ich zum Beispiel mit 13,42 war mein bestes Megabyte pro Sekunde bei einer 100 Mbit Leitung. Das ist schon ziemlich geil. Und hauptsächlich Bugfixes, ja. Aber ansonsten habe ich so an News jetzt diese Woche nicht ganz so viel gehört. Ja, außer, wie gesagt, dass sie eben hauptsächlich Bugfixes machen. Ich schaue gerade noch mal nach, was wir sonst noch haben. Ansonsten ist eigentlich nicht viel Neues dazugekommen. Das war's. Für die Patches, die haben halt sehr viel Zeit jetzt in den Launcher gesteckt, weil der halt bei vielen nicht funktionierte. Man konnte nichts mehr runterladen. Bei mir war das Problem Gott sei Dank nicht vorhanden. Aber ja, dann haben wir heute ein kurzes Video. Dann gut von den die Mods, was da als Updates gekommen ist, war für mich nur wichtig zu erwähnen. Dass die Zeroline Island, über die ich ja auch berichtet habe, hier nochmal oben die Infobox, da könnt ihr euch die ganze Serie mal anschauen. Da habe ich ein Interview mit dem Ersteller der Map gemacht und da wurden ein paar Anregungen von mir bereits umgesetzt, wie zum Beispiel, dass diese Geysire hier nicht ständig in die Luft gehen, sondern dass die wirklich Zeit versetzt, also ab und zu mal, so wie es halt in Wirklichkeit auch ist. Und dann, wenn der Dino da drin ist, dann wird der auch in die Luft geschossen. Ich habe es jetzt ehrlicherweise nur mit einem Deinonychus probiert, aber der ist noch nicht in die Luft geflogen. Ich habe Videos gesehen, wo die Viecher in die Luft fliegen. Ich weiß bloß nicht, ob er das schon rausgebracht hat. Auf jeden Fall
ist in der aktuellen Version, die mir vorliegt, liegt der Dino noch nicht raus. Wie es mit schweren Dinos ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein schwerer Dino hier eher weniger in die Luft fliegt, sondern dass der sich vielleicht verbrennt, dass dem ein bisschen Energie abzieht. Das wäre sinnvoll, meines Erachtens nach. Ja, ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Path of Titans Plagued by Demon. Also macht es gut. Ciao.